Seid gegrüßt, ihr Lieben. Bin ein kleines Stückchen nur weg von meinem Garten. Dachte, ich schau mal nach Pilzen. Es hat ja nur schon länger nicht geregnet. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang. Es war ja erst immer so viel, dass es fast schon zu viel war. Jetzt, eine gute Woche oder länger. Ist kein Regen mehr da. Man merkt es jetzt langsam, dass es austrocknet. Naja, ich dachte, ich guck mal. Bei der Stelle, wo es jetzt immer am tollsten war. Ein Täubling stand von. Auf dem Weg hierher habe ich auch schon einen Täubling gefunden und einen Mooshirtel. Drei Pilze sind es heute nur geworden. Das war wenig. Letztens hatte ich einen ganzen Korb voll. Vor 2 Tagen erst. Und ich bin jetzt an diese alte Eiche gegangen hier. Und an ihrem Stamm. Und in den Wald ein Stückchen rein, wo junge Buchen wachsen. Da wuchsen halt ganz große Pfifferlinge. Eierschwamm. Und zwar dutzendweise. Beim ersten Mal, wo ich sie entdeckte, waren es ein paar. Und als ich ein paar Tage später wieder da war, waren es halt mehrere Dutzend. Es waren so viele. Es war so ein Halbkreis um den Baum im Wald drumherum. Ja, und dann habe ich einige geerntet. Vielleicht so 2 Dutzend. Und habe aber mindestens noch 1-2 Dutzend stehen lassen. Ältere, jüngere. Und nun, 2 Tage später, komme ich wieder hierher. Und es ist kein einziger Pfifferling mehr da. Gar kein einziger. Es ist wie, als wenn ich irgendwie zur falschen, also irgendwie in einer anderen Welt wäre. Gleicher Ort, aber ja. Nein, und ich habe aber vor 2 Tagen, haben wir auch im Wald, wo ich da die Pilze, ein bisschen eine größere Runde auch durch den Wald, und da habe ich überall so Glitzerstellen gesehen, wo halt die Schnecken den gesamten Pilz weggefressen haben. Meistens ein Täubling oder ein Mooshirtel. Oftmals war überhaupt nichts mehr übrig, außer so ein Schneckenfleck. So ein Schleim-Schneckenfleck. Und hier ist es wahrscheinlich das Gleiche. Und das ist natürlich blöd, weil die alten Pilze sollen ja auch sporen können. Aussporen können. Und wenn da die Schnecken alles, wirklich alles wegfressen, dann das ist echt nicht nett. Und es sind halt wieder mal diese eingeschleppten, also man sagt es so, ne? Die eingeschleppten Schnecken. Das ist schon ganz schön intensiv. Und dass die jetzt echt die ganzen Pfifferlinge weggefressen haben, ohne einen einzigen übrig zu lassen, das finde ich schon ein bisschen heftig. Nun gut, zum Glück ist ja der wirkliche Pilz in der Erde. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall mal wieder Regen. Im Moment finde ich es noch in Ordnung. Wir haben ja auch Sommer. Und ich bin ja immer noch am Kirschenernten, das zieht sich, weil die Bäume, die ich hier so finde, die sind unterschiedlich reif und so habe ich echt Zeit. Man kann, also es ist dann eher, dass irgendwann mal die Gläser und Flaschen alle sind, als dass die Kirschen mal alle sind. Normalerweise könnte man mit den Kirschbäumen, die auf meinem Gartenberg allein schon sind und von niemandem weiter beachtet werden, ganz, ganz viele Menschen ernähren. Aber das schafft man natürlich nicht, das alles alleine zu ernten. Ja, schade ist das manchmal. Jetzt ist es still hier. Vorhin waren die Kühe hier. Die haben gekaut und gekaut. Das hat mich an die Pferde erinnert. Früher, die Zeit, wo ich noch viel jünger war, da konnte ich fast jeden Tag reiten auf dem Dorf. Da hatte ich einige Freundinnen, die irgendwie war das so in der Gegend völlig normal, dass überall welche Pferde hatten. Und dann suchten sie halt immer Reitbeteiligung und da war ich ja gern dabei. Das war immer schön. Ein Ausritt machen abends. Und ja, jetzt sind die Kühe wieder abgezogen. Rechts neben mir war es vorhin auch ganz laut, da raschelte die ganze Zeit eine Amsel rum. Aber die scheint jetzt auch satt zu sein und ist wieder davon geflogen. Feni ruht sich aus. Na du? Mäuschen? Das sind die Kühe weg, ne? Die sind ja nach wie vor suspekt. So. Also, die Pfifferlinge kann ich euch nicht zeigen. Aber dafür die schöne Aussicht hier. Da die Berge ganz hinten, diese Bergreihe ganz hinten, die letzte, die man sehen kann, das ist die tschechische Grenze. Und die verläuft genau oben drauf meistens. Also
den Berg hoch, den Berg runter, den Berg hoch, Berg runter und so weiter. Also es ist immer wieder so genau diese Berglinie. Naja, momentan dürfen wir auch auf die andere Seite. Wie schnell sich das ändert mit dem Licht. Ja, ich wollte euch einfach mal schnell noch was sagen. Ich möchte euch ganz lieb Danke sagen. Ich habe jetzt aktuell noch nicht reingeschaut, was jetzt alles schon für Kommentare gekommen sind. Die ersten aber habe ich schon gelesen gehabt. Und da war auch das Lied, was Peter verlinkt hat, in dem ersten Video von den drei letzten. Und vielen lieben Dank. Das hat mich so berührt und das war überhaupt die ganze Energie. Es war auch schon so, als ich dann bei der Community... Moment, oh, hier sind so viele Fliegen und, wie heißen die? Hirschlausfliegen, die sind ganz schrecklich. Ja, Kuhwiese und überall, wo so Dunkelschatten-Grünzeug-Ecke ist, da sind die Hirschlausfliegen. Ganz gemeine Blutsauger. Ja, also als ich bei der Community da den Beitrag hochgeladen habe, dass es echt schon wieder von vorne anfängt zu laden, dass ich jetzt hier die ganze Zeit gestört werde, diese drei Videos hochzubekommen. Und als ich das dann abgeschickt hatte, ungefähr ein, zwei Stunden später, ging es auf einmal ganz schnell. Auf einmal lud es wieder schnell und also richtig merklich schneller, viel schneller. Es hat also nichts mit meinem Datenvolumen zu tun, weil das ist ja nicht plötzlich schneller geworden oder gewachsen. Und mit der Verbindung hat es auch nichts zu tun gehabt, weil die nämlich die ganze Zeit voll da war und gleichbleibend. Damit hat es auch nichts zu tun gehabt. Die haben schon Zugriff auf mein Handy, ist ja logisch. Aber es ist ja nicht so schlimm. Kann man mit leben. Und oftmals kann man es auch austricksen. Und was ich wirklich jetzt ganz genau endgültig weiß, die Kraft ist stark und wenn wir einander denken, dann funktioniert das. Wenn ich euch dann manchmal doch um Hilfe rufe, dann ist das gar nicht so dumm. Also gar nicht irgendwie, ich schäme mich dann natürlich auch ein bisschen, weil ich löse es meistens selber. Aber es geht auch gar nicht immer direkt darum, dass ich direkt Hilfe bräuchte, sondern einfach, wenn ich es euch mitteile. Manchmal so im Geiste reicht es und manchmal gebe ich eben öffentlich mal so eine Meldung und dann verändert sich das energetisch sofort. Das war ja dann auch so bei dem, naja, wollen wir es jetzt auch mal abhaken, ne? Aber bei diesem Video in einem anderen Kanal. Und dass sich das dann ändert, sobald wir Guten da sind. Und ich darf mich so bezeichnen, weil ich mich wirklich streng genug prüfe. Und ich weiß, dass ihr euch auch so nennen dürft, die ich euch auch so erkenne. Und das wollte ich euch eben auch noch sagen. Ich habe natürlich eine ganze Menge draus gelernt. Aus den letzten Zeiten, Jahren, Monaten, Wochen, Tagen. Und die letzten Stunden auch. Also, erstens mal, unsere Energie ist sehr stark und sie ist da und wir sind verbunden und es funktioniert alles. Es funktioniert. Umso bewusster wir uns darum werden, umso stärker wird unsere Energie, denn Zweifel ist Gift. Und solange wir noch unsicher sind, es noch nicht erfahren haben, es noch nicht genau wissen, ist unsere Kraft auch noch nicht ganz so stark. Weil wir uns dessen noch nicht bewusst genug sind. Umso bewusster wir uns unserer Kraft und Fähigkeiten sind, wie alles wirklich funktioniert, dass das also Tatsache ist, umso selbstsicherer sind wir und umso stärker nehmen wir immer mehr diese Kraft eben dann wahr und dadurch können wir sie vergrößern. Also umso bewusster man sich dieser Kraft wird, umso mehr kann man sie natürlich dann ausdehnen. Oder überhaupt erstmal spüren, wahrnehmen und dann aber auch immer mehr damit arbeiten. Und darum geht es ja dann in den späteren Stufen auch. Aber zuerst schön Schritt für Schritt. Nun gut, also das ist das eine, dass ich euch das sagen möchte, dass das wirklich stark funktioniert. Ich meine, viele von euch wissen das ja auch schon. Aber es ist noch stärker als gedacht. Und ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir alle zusammen, die wir diesen Weg gehen. Lach nie. Nein, ihr wollt uns nur bestätigen. Ja.
Ja, und das andere ist, ich bin jetzt durch mit diesem Ding, dass ich schon als Kind ja von meiner eigenen Mutter nicht geliebt werden konnte und ich nur immer für kurze Momente das mal überhaupt erfahren durfte, was Liebe ist, Geborgenheit, Zusammensein, Familie, zum Beispiel bei den Pflegeeltern oder auch bei meiner Verwandtschaft oder anderen Kindern. Und so weiter. Also ich konnte es immer nur beobachten, erleben, mal für einen Moment, aber ich konnte es nie für mich behalten. Behalten. Und ja, ich wollte mal einen Mann, sechs Kinder und einen großen Bauernhof, wo ich 18 war oder 16 und so. Es hat nicht so ganz geklappt. Und dies und das. Manchmal da konnte ich zwar schon gut damit leben, dass ich noch nicht, also eben jetzt nicht den richtigen, wirklichen Partner fürs Leben gefunden habe, bis jetzt. Also ich habe ja auch schon Ewigkeiten gar nicht mehr danach gesucht, aber es hat sich ja dann doch immer mal was in mein Leben so reingeschlichen und so förmlich angeboten, ja. Und das ist jetzt auch behoben. Es ist keine Sehnsucht mehr da. Es ist kein Verlangen mehr da. Es ist kein Brauchen mehr da. Es ist überhaupt nichts mehr von all diesen Dingen da, die einen dann doch manchmal noch, und wenn es nur noch ein Hauch ist, dazu verleiten, etwas Wahres zu übersehen. Um jetzt Missverständnisse vorzubeugen, dass das mit diesem Besuch nichts in dieser Richtung wird, war mir schon seit einem Jahr klar. Aber, also jetzt auch ziemlich schnell. Wir haben uns kennengelernt und da war erstmal so, naja, und dann, nee. und dann dachte ich halt Freundschaft. Und ein Vertrauter. Aber nein, ganz falsch. Gut. Ich brauche auch das nicht unbedingt. Ich kann zur Not auch allein alles mit mir allein ausmachen und ich bin ja gar nicht wirklich allein. Und ich bin ja so gut im Glück, dass jetzt meine neuen Tiere, also Felice ist davon die älteste mit 13 und ich hatte ja davor auch Tiere. Es ging dann so irgendwann nach und nach zu Ende, dann hatte ich nur kurze Zeit gar keine Tiere und dann ging es wieder los. So, und diese neuen Tiere, die sind gesund, sind immer bei mir, kommen immer nach Hause. Der Mingo kommt immer schön nach Hause. Und dieses Jahr läuft es auch gut, keine Monsterschlange, keine schrecklichen Verletzungen oder irgendwas. Alles ist gut. Und sie sind gesund und glücklich und bei mir. Und das ist doch schon für mich größter Trost und überhaupt, ja, das ist doch wunderschön. Bin ich immer jeden Tag dankbar. Immer wieder sage ich dafür Danke. Ich habe es jetzt hier schön. Ich bin jetzt in so einer schönen Natur. Ich habe meine Stille jetzt in meinem Garten und ich werde auch in Ruhe gelassen. Und auch auf der Straße diese Schwarzaugenwesen, die halten großen, großen Abstand zu mir. Und ich habe das jetzt alles, was die letzten 2 Jahre so mich aufhalten wollte oder was eben auch zum Lernen und als Prüfung gedacht war, jetzt wirklich abgeschlossen. Ich weiß das jetzt. Ich bilde mir das nicht einfach so ein oder denke das jetzt mal so, sondern ich weiß es jetzt. Es ging mir vor ein paar Wochen schon mal so, dass ich merkte, naja, das ist jetzt alles durch, aber eine Sache ist ja noch offen. Und das war der Besuch. Und das haben wir jetzt auch hinter uns und jetzt ist wirklich alles durch. Was durch sein musste, also was durchgenommen werden musste oder was eben noch klar werden sollte, noch klarer. Noch deutlicher. Nicht, dass mir irgendwas ganz neu gewesen wäre, jetzt irgendwie an Erkenntnis. Und doch, ich spüre jetzt, dass ich das alles wirklich nicht brauche. Und wenn es nicht da ist, wenn kein Freund oder keine Freundin da ist, kein Partner, kein Mann und so weiter und keine große Familie, dann ist es trotzdem gut. Und wenn ich doch etwas brauche in einem Moment, dann kommt es auch so auf andere Weise zu mir und auch durch euch, auch dadurch, dass wir hier miteinander verbunden sind und es wirklich ein hervorragender Kanal ist. Und natürlich galt es nur als Beispiel 10 solche und 10 solche. Nein, es sind deutlich mehr als die Hälfte. Und die wenigen, die hier ihren Unfug treiben wollten, sind doch bis jetzt alle entlarvt worden. Das ist ja das Gute daran. Sind wir konsequent dabei geblieben und wir haben niemandem Unrecht getan. Ja, wir können alle miteinander auf uns stolz sein.
Wir haben einen wirklich sauberen Kanal in diesem Drecks-YouTube, Entschuldigung, so rausgerutscht. Ne? Am Halten, am Laufen, am Leben. Es ist geschützt. Es ist echt. Und es unterscheidet sich. Das ist gut. Ich habe gar nicht jetzt richtig die Wörter. Ich fühle gerade sehr viel und bin gerade eigentlich schön still für mich so und genieße alles. Und ich kann es gar nicht gerade gut in Worte bringen. Ich vernuschel mich noch. Naja, aber das ist wirklich was ganz Wertvolles und was Wunderschönes und eine riesengroße, starke Kraft. Und jetzt ist es also wirklich so weit, dass wir alle so weit sind, dass wir wirklich jetzt richtig intensiv in die Lehre reingehen. Ich habe 2 Jahre immer wieder mal ein bisschen mehr rein, dann wieder ein Stück zurück und dann mal in die Richtung, mal in die Richtung und immer noch so, was noch behoben werden sollte vorher. Und aber jetzt ziehen wir das durch. Aber das mache ich dann nicht ganz so spontan, beziehungsweise vielleicht wird es trotzdem dann spontan, wie ich, also freisprechend, aber trotzdem will ich da mir ganz viel noch zusammensammeln, dass ich das erstmal so im Überblick auch habe, richtig schön geordnet und alles beisammen, alles, was mir nur einfällt, alles, was ich nur finden kann und im Hinterkopf habe oder auch an Erfahrung habe und aber auch an Notizen habe. Ja, dass das alles schön zusammengetragen wird. Ich werde mir nochmal die Tabelle von Marc aktuell anschauen. Ich gehe nochmal in das Video rein, bevor ich Besuch bekam. Und da habe ich ja dann auch noch den Dreiteiler in dem langen Video verlinkt. Den Dreiteiler zu den Elementen noch. Und zur Theorie von Franz Baden. Da in diese alten Videos gehe ich demnächst nochmal rein. Also ich werde jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen Ernte weitermachen. Fini, hast du wieder Hirschlausfliegen abbekommen. Ich tu dich dann durch, Cam. Meine Kleine. Die sind fies, ne? Und dann beißen die. Und es juckt wie Sau. Ach jo. Wir gehen dann, klein Mäusel. Ne? Kleines bisschen noch. Jo. Hält's schön durch. Und dann guck mal nach, was bei dir rumkrabbelt. Die sind echt fies. Die kommen angeflogen. Und dann, wenn die sich wohlfühlen, dann lassen die ihre Flügel abfallen und laufen. Und die haben Widerhaken an ihren Füßen. Die können ganz schnell krabbeln und die kriegt man immer schwer. Die sind wirklich widerlich. Parasiten halt. Jo, aber erfreuen wir uns trotzdem an dem Guten. Und bei mir in der Laube, da riecht es so extrem. Ja, ich hab's gesehen. Warte, warte. Komm hier, Fini. Komm mal hier. Die ist wieder weggeflogen. Na, wenn du sie so klein bemerkst, dann ist gut, dann fliegen sie wieder weg. Aber sobald sie die Flügel abgeworfen hat, dann hat man sie an sich dran, ne? Oh, es ist so furchtbar, stimmt, so furchtbar. Ach, Mäuschen, das juckt, hä? Ja. Na, wir kümmern uns dann zu Hause drum, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ist das schön? Ist das schön? Guti, also nochmal kurz zum Punkt zurück. Ach, ich wollte einfach auf jeden Fall Danke sagen. Danke, danke, danke. Und ich freue mich und ich wollte eben auch sagen, ich habe ganz viel draus gelernt und ich spüre jetzt, ich habe es wirklich abgeschlossen. All die Dinge, die noch so, das war nicht so, dass ich das noch nie wusste und noch nie damit leben konnte, allein zu sein. Ich lebe viele Jahre jetzt schon allein und überhaupt ist das ja mein ganzes Leben lang schon ein bisschen merkwürdig immer und ich dachte immer, warum denn? Warum darf ich denn keinen Freund haben oder keinen Partner oder irgendwie, warum geht das immer schief? Und jetzt weiß ich das natürlich schon länger, warum nicht? Und dann war aber immer noch so dieses, naja, aber wenn der Richtige kommt, dann darf es ja vielleicht trotzdem sein, ne? Also, nee. Also ich meine doch, ja, aber ich habe noch mal was gelernt, um es jetzt endgültig auf den ersten Blick und auch nach meinem ersten Gefühl und nach allem wirklich schnell zu erkennen, dass da es gar nicht mehr erst so weit kommen kann, dass mir jemand überhaupt allzu nahe kommen kann. Also so 500 Meter Abstand ist schon so das Minimum. Also das machen jedenfalls die Schwarzäugigen auch freiwillig, die sind inzwischen gar nicht mehr zu sehen. Letztes Jahr sind ein paar noch manchmal so ein bisschen um meinen Garten rumgeschlichen, aber alles nicht mehr da. Gar nichts mehr. Also was geschafft ist, ist geschafft und es kommt dann auch wirklich nicht mehr wieder. Es ist dann behoben. Und
die letzten Lehren, die ich noch brauchte, so, um mich nur noch 100% wirklich auf das Wesentliche und Wichtige zu konzentrieren und nicht mehr ablenkbar zu sein oder verführbar oder irgendwas. So, ne? Und ich meine, ja. Allzu schlimm war das bei mir noch nie. Und ein großes Ego hatte ich auch noch nie. Und dass ich überhaupt viel nur an mich denken würde, auch nie. Und aber gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr verführen lassen, gar nicht mehr versuchen lassen, gar nicht mehr sich sehnen oder denken, man bräuchte irgendetwas. Was ich brauche, ist die Allliebe, das Allleben, das Lebensgebende, das Lebensspendende, das Lebensschaffende. Mutter Erde, Vater Geist und mein Geist. Und das Wissen, dass ihr da seid, dass wir nicht alleine sind und dass wir alle an uns arbeiten und diesen Weg gehen. Alle gemeinsam, jeder an seinem Ort. Es ist alles super gut. Es ist sehr, sehr gut alles. Alles ist gut. Und wir werden das alles schaffen, was auf uns drauf zukommt. Schritt für Schritt. Wir werden zur rechten Zeit wissen, was nötig ist, was wichtig ist, was getan werden muss. Und wir werden zur rechten Zeit die Fähigkeiten haben. Brauchen uns nicht eilen, brauchen nur wachsam sein, lernbereit immerzu. In der Lage sein, uns selbst zu korrigieren und zu erkennen und immer offen sein für die Botschaften und für alles, was sein soll. Auch wenn jemand in Hilfe ist, also in Not ist und Hilfe braucht, dass man das wahrnimmt. Dass man einfach alles, worauf es gerade ankommt, wahrnimmt und darauf eingeht und bewusst lebt. Immerzu, jederzeit. In Liebe. Und ohne dass einen etwas irgendwie so abholen kann. Egal, was es bei jedem so ist. Und dann arbeitet man da an sich so lange, bis da eben nichts mehr übrig bleibt, wo sie einen noch kriegen könnten. Wenn das geschafft ist, kehrt Frieden ein. Erstmal für einen selbst natürlich auch noch mehr. Ich meine nicht, dass man den noch nie hatte, aber es kann immer noch mal ein bisschen besser werden, bis es dann wirklich so ausgeglichen ist, dass wenn man so viel hinter sich hat und das alles geschafft hat, vor was soll man denn da jetzt noch Angst haben? Also Angst sowieso nicht, aber das fühlt sich jetzt einfach gut an. Richtig? Ruhig und so glücklich. Schön halt. Ja, es ist jetzt gut. Ich kann jetzt nicht mehr verführt werden. Oder irgendwie, also jetzt verführt so ganz einfach sowieso nie. Also wenn da überhaupt noch irgendwie was war, dann muss es schon ein guter Schauspieler sein oder ein raffinierter Fall. Die einfachen Sachen, habe ich schon vor vielen Jahren kapiert, aber da gibt es eben dann immer noch mal eine Steigerung, wo man dann eben ein bisschen mehr aufpassen muss und naja, man kommt ja immer gerade so davon und man hat ja immer wirklich viel Schutz und Glück. Na gut, also ich verabschiede mich jetzt gleich wieder. Ist trotzdem schon wieder fast eine halbe Stunde, soll gar nicht so lang werden. Ihr habt ja jetzt so viele dicke Videos von mir bekommen und ohne dass es eben schon richtig intensiv nur noch um entweder Entspannung und Erholsames und die Natur geht oder eben. Also was Positives, Auftankendes so. Oder eben was lernen, weiterkommen, vorwärts kommen. Ja. Darum soll es gehen und nicht mehr um irgendwelchen Hokuspokus. Und wenn eben doch, also von irgendwelchen Dunkel möchte gern und so weiter. Also wenn doch was ist, und es ist manchmal ganz gut so, dann mache ich das so weiter, so wie ich es am Anfang gemacht habe. Dann sage ich das öffentlich eben einfach. Dann sage ich es. Nicht, weil das dann irgendwie ein ewiges Tratschthema werden muss oder so, sondern einfach, damit wir am Ball sind und wissen, was läuft. Und da können wir immer alle ein bisschen was mit dabei lernen. Und wir passen aufeinander auf und bilden halt dann diese große Schutzenergie. Und die Verbindungen werden immer dicker und stärker. Und die Oase wächst und die Unangreifbarkeit. Das wird, es geht in die richtige Richtung. Es geht genau dahin, wo wir hinwollen. Und wenn ihr so zurückschaut, ihr wisst ja, wie sehr man sich in einem Jahr entwickelt. Und ja, stellt euch mal vor, wo wir dann in einem Jahr wiederum sind. Wir selber,
miteinander und im Einklang mit der Natur, in Liebe, wirkend, heilend und immer mehr wissend. Es wird gut. Ja. Und denk nicht, dass ich nicht auch was mitbekomme, was sonst so in den Welten abgeht. Klar kriege ich schon alles mit. Weil mir doch ab und zu mal kurz ein paar Gedanken, aber eigentlich reicht es manchmal nur kurz reinzuschauen. Es ist jetzt inzwischen gut übersichtlich, was so läuft. Genießen wir die Ruhe vor dem Sturm. Passt schön auf euch auf, lasst es euch gut gehen, ihr süßen Lieben. Ihr Reinen, ihr Echten. Danke, dass es euch gibt. Ciao.